2009 gab es ein Urteil, das euch aus zwei Gründen aus den Socken hauen wird. Und hier erfahrt ihr, welche das sind. Jetzt hast du die Spannung natürlich auf ein Maximum gehoben. Da freue ich mich drauf. Genau. Es geht darum, dass eine Frau, eine Antragstellerin wird sie genannt, 2007 einen Antrag auf einen Rollstuhl gestellt hat mit Hubfunktion. Und dieser Rollstuhl mit Hubfunktion, den wollte sie aber gerne schnellstmöglich haben. Und darum war sie dann so smart und hat im Antragsverfahren bereits auch einen Antrag auf einstweilige Anordnung beziehungsweise auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt. Und willst du vielleicht einfach mal kurz den Text vom Gericht vorlesen, vom Sozialgericht Sachsen, wo das damals geurteilt beziehungsweise verhandelt wurde? Willst du einmal vorlesen? Gerne. Das erstinstanzliche Sozialgericht Leipzig verpflichtete die Krankenkasse im einstweiligen Rechtsschutz der Antragstellerin vorläufig bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens das beantragte Rollstuhlmodell mit den im Angebot des Sanitätshauses benannten Zusatzausrüstung zu einem Preis von insgesamt 16.448 Euro vorläufig zur Verfügung zu stellen. Genau, krass. Also 16.000 Euro ist jetzt gar nicht viel für einen Elektrorollstuhl mit Höhenverstellung. Das ist also ein absolut üblicher Preis. Und offensichtlich hat das Sozialgericht Leipzig da halt irgendwo erkannt, dass der Bedarf da ist. Und bis das Antragsverfahren dann abgeschlossen ist, soll diese Frau mit ihrem Rollstuhl schon mal ausgestattet werden. Ja? Genau. Ja, okay. Genau, also einmal kurz zur Einordnung. Bis zum Abschluss, wie wurde das hier genannt? Bis zum Abschluss des Hauptsachverfahrens. Das ist halt insofern sehr, sehr spannend, dass damit das Antragsverfahren gemeint ist. Aber nicht nur das Antragsverfahren, so wie das die allermeisten kennen. Man beantragt was und dann wird das abgelehnt. Oder wie es sehr viele auch noch kennen, man beantragt etwas, es wird abgelehnt und dann geht man in den Widerspruch. Also der Antrag bis zum Widerspruch dauert einen Monat, dann das Widerspruchsverfahren darf bis zu einem halben Jahr dauern, also 6 Monate. Und wenn man dann den Widerspruchsbescheid bekommen hat, Widerspruchsbescheid oder den Ablehnungsbescheid, dann darf man ja erst die Klage einreichen. Und die erste Instanz bei so einem Klageverfahren von einem Sozialgericht, die sind alle überlastet, dauert mal eben 3 Jahre. Jennifer hat es erlebt mit ihrem Segway. Und es ist dann nicht mal unüblich, dass die Krankenkasse sich überlegt, Mensch, das Urteil gefällt uns nicht. Wir gehen einfach noch in die nächste Instanz. Und Ja. damit habt ihr dann immer noch kein, in eurem Antragsverfahren immer noch kein Urteil, immer noch keine Versorgung. Und weil das einfach völlig unverhältnismäßig ist, so lange den Menschen ohne Versorgung dastehen zu lassen, also gibt es halt die Möglichkeit, einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz oder einstweilige Anordnung zu stellen. Und in dem Augenblick habt ihr halt ein Eilverfahren. Das geht dann für deutsche Gerichte in Lichtgeschwindigkeit, nämlich nur 6 Monate. Dann ist da der erste Spruch einer Richterin wird dann beschlossen. Das ist dann ein Beschluss, der dann vorliegt. Da wird dann die Krankenkasse dazu verpflichtet. Dann kann es aber auch noch sein, dass die Krankenkasse dagegen Widerspruch einlegt und dann geht das halt in die nächste Instanz. So war es auch hier, ne? Genau, ich würde kurz mal weiter vorlesen. Und zwar, dagegen lehnte die Krankenkasse Beschwerde beim Landessozialgericht Sachsen ein, wie schon Ja. gerade erwähnt. Das Landessozialgericht wies die Beschwerde im Wesentlichen zurück und verpflichtete die Krankenkasse der Antragstellerin vorläufig bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens einen für sie angepassten Elektro-Hubrollstuhl zu gewähren, einschließlich elektrischer Sitzkantelung, elektrischer Verstellung der Rückenlehne und elektrischer Verstellung der Beinstützen mit Einkürzung der Beinschienen um 26 cm. Ja, es ist natürlich echt ein riesiger Erfolg für die Frau in dem Augenblick. Jeden Fall. Voll krass, dass die das so einfach durchgezogen hat, dass sie da einfach mit ihrem Antragsverfahren auch direkt den Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz Ja. durchgezogen hat.
Das kostet super viel Energie, weil man einfach in super kurzer Zeit voll viele Informationen liefert und dann die Krankenkasse auch versucht, sich da raus zu schummeln. Also das ist schon das ein oder andere Mal dann vorgekommen, dass die dann, wenn ein Rollstuhl mit Hubfunktion und Rückenlehnverstellung beantragt wurde, dass die Krankenkasse dann gesagt hat, wir geben einen manuellen Schieberollstuhl, den stellen wir Ihnen zur Verfügung. Einfach das Einfachste, was es irgendwie gibt und was überhaupt keine ausreichende Versorgung in dem Augenblick darstellt. Und mit sowas wollen die da zum Teil durchkommen. Eine absolute Frechheit. Darum Hut ab, dass diese Frau da sich so durchsetzen konnte. Besonders krass ist jetzt natürlich, wie lange das Ganze hier gedauert hat, ne? Also vom Sanitätshaus hat sie das Angebot ja am 12. Also 12., also im Dezember 2007 bekommen. Wann ist denn Genau. das, wann ist denn diese vom Landessozialgericht die Verpflichtung gekommen? Genau, das kam dann am 13.08.2009. Also Das ist zwei das Jahre später. Eilverfahren. Ja, Ja. das ist das Eilverfahren gewesen. Also, die stellt einfach den Antrag, also sie hat den Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz vielleicht nicht sofort gestellt, aber trotzdem müsst ihr euch das mal vorstellen. Es ist immer noch keine Klärung, kein Abschluss im Hauptantragsverfahren da. Und der Eilprozess über zwei Instanzen ist einfach erst nach 1,5 Jahren in Sicht. So. Und dann wird ja erst der Rollstuhl angefangen zu fertigen, ne? Also dann kommt jetzt die Bestellung von der Krankenkasse und dann muss das Ding auch erst nochmal geliefert werden. Das ist eine individuelle Richtig. Geschichte hier. Das Ja. kann auch ein Jahr, ein halbes Jahr zumindest. Ein halbes Jahr kann das dauern. Das sind unfassbar lange Fristen. Und der Arzt, der ihr damals die Verordnung ausgestellt hat, wird mit Sicherheit nicht gesagt haben, ich stelle ihm jetzt mal was aus, weil in einem halben Jahr brauchen sie einen Rollstuhl oder in 2 Jahren brauchen sie einen Rollstuhl, sondern der hat gesagt, ja, sie brauchen jetzt dringend einen Rollstuhl, ich Genau. schreibe ihnen da mal was auf. So, Man und braucht dann ihn sagt die jetzt und Krankenkasse, und die nicht. Krankenkasse sagt, ja, dann warte mal 2 Jahre darauf. Ja, super krass, super heftig, was die Krankenkassen sich hier rausnehmen. Es gibt noch die Möglichkeit, dass man sich in der Zwischenzeit mit einer Mietlösung versorgt und dann halt in dem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beziehungsweise auch nachher im Hauptverfahren die Erstattung dieser Mietkosten beantragt, dass die Mietkosten von der Krankenkasse dann halt zumindest erstattet werden. Dadurch geht man aber natürlich ins Risiko, ne? Also wenn das nachher dann nicht genehmigt wird, der Rollstuhl, in dem Augenblick muss man dann die Mietkosten für selbstbeschaffte Hilfsmittel im Worst Case auf jeden Fall, im schlimmsten Fall selber tragen. Ja. Genau. Mega, mega krass. Also vor allem, also dieser Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz oder einstweilige Anordnung, der ist ja super unbekannt. Wer kennt den schon? Wir hatten neulich drüber gesprochen, als ich dann gesagt habe, sprich mal deine Expertengruppe an. Jennifer hat eine coole Genau. Reha-Truppe und die kennen sich eigentlich immer mit allem aus. Also wenn Jennifer da was fragt, die wissen alles. Und da hatten sie nichts zu sagen, ne? Das hat noch keiner gemacht. Ja, das ist echt Wahrscheinlich krass. kannte das auch noch keiner. Ja, das hatten wir in einem anderen Video schon mal thematisiert. Anwälte empfehlen das auch nicht ganz so gerne. Also Jennifer wurde in ihrem dreijährigen Gerichtsprozess nicht einmal von irgendjemandem auf die Möglichkeit des einstweiligen Rechtsschutzes hingewiesen. Ja. Super schade, dass die Anwälte da irgendwie ihre Mandantenbelehrung vernachlässigen. Aber ja, die haben da wahrscheinlich keinen Mehrwert dran und dann sind sie gute Kaufleute und verzichten auf den Mehraufwand, der daraus entsteht. Genau, okay. Es geht aber noch weiter, denn wir haben noch eine Begründung dieses Urteils und die ist auch noch mal so krass, so krass. Liest du die vor? Genau, na klar, gerne. Die würde ich euch gern vorlesen. Und zwar: Wird die Hubfunktion eines Elektrorollstuhls benötigt, um mit ihr in zumutbarer Weise durch das Niveau des Rollstuhlarmlehnen
hinaus die Hände und Arme anzuheben und wird dadurch das schmerzfreie bzw. ein schmerzreduziertes Greifen ermöglicht, das sich auf unvermeidbare Alltagssituationen, insbesondere auf das Betätigen von Lichtschaltern und das Öffnen von Türen bezieht und sich damit nicht nur abstrakt generell, sondern im konkret individuellen Tagesablauf als Grundbedürfnis darstellt, so besteht ein Anspruch auf Versorgung mit einem Elektrorollstuhl mit Hubfunktion. Ja, Genau, krass. ja. Krass. Also ihre Argumentation war einfach, sie kann den Arm nicht heben durch eine Muskelschwäche oder eine Arthrose oder ist ja auch ganz egal. Also sie konnte den Arm nicht heben und das mit Sicherheit ja auch gut begründen. Und das heißt, die Diagnose hatte sie bestimmt. Und dann hat sie einfach gesagt, dass sie Türen aufmachen möchte und einen Lichtschalter drücken möchte. Und wenn die Armlehne halt einfach hier ist und man den Arm dann hier so hat, dann ist der Lichtschalter aber in der Regel ungefähr hier und die Türklinke noch mal ein bisschen höher. Ja. Und da hat sie dann halt Schmerzen bei und das ist unzumutbar. Voll krass. Also vor allem also die wichtigen Teile aus diesem Text sind jetzt gerade, aus diesem Urteil, sind jetzt gerade schmerzreduziertes Greifen stellt einfach ein Grundbedürfnis dar. Und zwar, wenn dieses schmerzreduzierte Greifen in unvermeidbaren Alltagssituationen entsteht. Also nicht doch schmerzreduziert durch das Anheben. Also wenn man dann schmerzreduziert nur noch die Türklinke aufmachen kann, dann haben wir ein Grundbedürfnis in der Alltagssituation. Und das ist echt, echt krass. Also ich bin richtig begeistert, vor allem, weil man damit auch ganz viele andere Sachen begründen kann. Unvermeidbare Alltagssituation ist in Wirklichkeit auch Einkaufen oder der Briefkasten, der häufig Richtig, irgendwie ja. in den Sternen hängt für Rollstuhlfahrer. Und aber auch nicht nur nicht nur irgendwie in hohen Regalen im Supermarkt, sondern ja auch schon in der Küche und auch in Fahrstühlen. Na Dazu haben klar. wir, dazu kommt das nächste Video und das wird nochmal richtig schön mit unserer lieben Nachbarin, Eine 90 neue Jahre alt. Vielen Heldengeschichte. Dank für die Teilnahme, Rita. Und die hat nämlich dann nachher die Hubfunktion bekommen wegen einem hohen Fahrstuhlknopf. Also auch das lässt dann unfassbar viele Möglichkeiten zu, sich da einfach ausreichend zu versorgen. Und ja, kämpft unbedingt um um eure Rechte da. Und Ja. wenn ihr da, also ihr müsst euch da nicht quälen, sondern wenn ihr den Arm nicht mehr hochbekommt, dann müsst ihr das auch nicht. Und dann habt ihr den Anspruch auf eine vernünftige Versorgung. Genau. Es geht noch mal kurz ein bisschen weiter. Es gibt noch einen fünften Absatz. Genau, der fünfte Absatz lautet wie folgt: Die Funktion des Greifens ist nach der Ansicht des Landessozialgerichts wie das Stehen und das Gehen ein von Paragraph 33 SGB V erfasstes Grundbedürfnis. Das mache den Elektrorollstuhl mit Hubfunktion in diesem Fall erforderlich. Ja, das ist so heftig, weil das einfach so wichtig ist, diese Anerkennung, dass ein Greifen nach etwas ein Grundbedürfnis darstellt. Also ein Grundbedürfnis ähnlich wie das Stehen und das, was war das hier? Das Stehen und Gehen? Genau, das Stehen Wie und das das Stehen Gehen. und Gehen. Ja, und der Paragraph 33 SGB 5 ist einfach ein riesiger Kracher von einem Paragraphen. Also die allermeisten sind irgendwie recht kompakt und das Ding ist einfach irre lang. Wir packen das Urteil mit der Begründung einfach mal unten in die Videobeschreibung. Das könnt ihr euch auch gerne nochmal selber durchlesen. Wir haben es in diesem Videoformat jetzt auch ein bisschen abgeändert, um einfach statt Antragsgegnerin Krankenkasse zu sagen zu können, damit es einfach schneller begreiflich ist. Genau. Und dann auch nochmal den Paragraphen 33 des SGB 5, den Riesenkracher, den könnt ihr euch dann, wenn ihr irgendwie mal Probleme beim Einschlafen habt, durchlesen. Ja, weil man den auch so, Gesetzestexte muss man irgendwie ja immer so fünfmal lesen, bevor man dann alle Wörter so richtig erfasst hat in der Bedeutung, wie sie gemeint sind. Super krass. Ich freue mich über dieses Urteil so mega, weil das einfach
so bahnbrechend ist, dass das Greifen nach etwas als Grundbedürfnis anerkannt wurde. Und auch das 2009 Gelte. ist das Ganze gewesen. Ja. Und das ist einfach großartig und das sollten alle wissen. Alle sollten wissen, was ein einstweiliger Rechtsschutz ist. Und darum machen wir diese Arbeit hier und klären in YouTube-Videos auf. Wenn ihr das gut findet, dann tut mir da einfach mal den Gefallen. Lasst einen Daumen da oder drückt das Abonnieren, wenn ihr auch das Video mit unserer Nachbarin Rita nicht verpassen wollt. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr demnächst mal wieder einschaltet. Lasst es euch gut gehen. Jennifer, du hast noch ein Abschiedswort. Genau, ich schicke euch noch den Knutscher von Fair Future. Den Tschüss! Knutscher von Fair Future. Bye, bye. Ah, schön. Das war ein gutes Video. Ich finde das Urteil so heftig. Ich auch, Also, ja. ist ja gar kein richtiges Urteil, ne? Ist ja, glaube ich, ein Beschluss, nennt man das, ne? In diesem einstweiligen Rechtsschutzverfahren. Aber Also das ist mega gut. Ja, mega richtig, gut, dass es richtig gibt. Ja. gut. Das Greifen ist ein Grundbedürfnis. Und die Krankenkasse ist verpflichtet, das schmerzfreie Greifen zu ermöglichen mit Hilfsmitteln. Das ist gut. Gut, alles klar.